Hallo und herzlich willkommen zu diesem Feuermagier-Guide. Ich zeige dir in dem Einsteiger-Guide, wie du deinen Feuermagier am besten skillen kannst, welche Rotation du beachten solltest, was alles so beim Feuermage neu dazugekommen ist, Azerit-Gear, Azerit-Essenzen, all das erfährst du nach einem kurzen Intro, also bleib dran! Der Feuermagier. Was ist alles neu beim Firemage? Spiegelbild ist kein Talent mehr. Das können wir jetzt so auch verwenden. Das kriegen wir während des Levels. Und wir haben bei der Meisterschaft Entzünden einen zusätzlichen Effekt dazugekriegt. Denn wenn wir Phönixflammen benutzen, verbreitet sich das Entzünden auf 8 Gegner in der Nähe. Das heißt, wir können das ein bisschen streuen und dadurch halt einfach mehr Schaden machen. Das geht dann auch in die Fläche rein. Und das ist eine richtig coole Geschichte. Deswegen auch Phönixflammen ist jetzt kein Talent mehr. Wir können das benutzen. Auch das kriegen wir während der Levelphase. Verwendet das auf jeden Fall, um den Entzünden-Buff auch auf andere Gegner raufzumachen. Das skaliert super. Es gibt oder gab nur sehr, sehr wenig Talentanpassungen. Da ging mal was hoch, mal was runter. Zeit verlängert, Zeit verkürzt. Das ist, da muss man schon genau in die Patch Notes reinschauen. Wenn man, das sind immer mal so 5% weniger, mal 10% mehr. Also das ist sehr marginal, was da beim Feuermagier passiert ist. Verwendbar von allen Magiern ist jetzt die Arkane Explosion, der Frostblitz und der Feuerschlag. Feuerschlag konnten wir als Firemage sowieso schon verwenden. Ist nicht weiter kritisch, aber Frostblitz und Arkane Explosion können wir jetzt nämlich auch benutzen. Der Feuermagier ist bei mir wie folgt geskillt. Im ersten Bereich auf Level 15 nehme ich brennende Berührung, denn die Gesundheit des Ziels, also wenn die Gesundheit des Ziels von Versengen unter 30% liegt, verursacht der Zauber 150% erhöhten Schaden und erzielt einen garantierten kritischen Treffer. Garantierte kritische Treffer als Feuermagier, perfekt, das nehmen wir mit. Flimmern als nächstes ist wieder, ja, ich nenne es mal Utility. Wir können uns 20 Meter nach vorne porten, wenn wir am Zaubern sind gerade und solange nichts im Weg ist. Also wenn da irgendwas im Weg ist, porten wir uns bis zu der Mauer ran und mehr dann eben halt nicht. Aber das Schöne ist, Flimmern ist ganz praktisch, falls wir wirklich mal weg müssen, während wir irgendwas Großes casten, nehmen wir, dann sind wir auch weg. Rune der Kraft platziert halt eine Rune auf dem Boden, erhöht unseren Zauberschaden, hält ganz locker flockig 15 Sekunden an, die hat aber nur eine Abklingzeit von 10 Sekunden. Wir können die immer wieder mit einbauen und immer wieder mit verwenden, machen dadurch halt 40% mehr Zauberschaden. Das sollte man nicht liegen lassen. Flammeninferno im nächsten Bereich ist so, dass der Feuerschlag um 2 Sekunden verringert wird, also die Abklingzeit davon, und wir kriegen eine dritte Aufladung. Das heißt, wir haben 3 Aufladungen. Feuerschlag brauchen wir auch in unserer Rotation, deswegen nehme ich das immer sehr, sehr gerne mit an der Stelle und das passt eigentlich ganz gut. Also Flammeninferno im 35er Bereich. Frenetische Geschwindigkeit, zweites Utility, wenn wir Versengen benutzen, erhöhen wir unsere Bewegungsgeschwindigkeit für 3 Sekunden um 30%, sind nochmal ein bisschen wieder mobil unterwegs, wir können schnell von A nach B laufen, weil Versengen verwenden wir auch des Öfteren mal. Großbrand im 45er Bereich, wenn wir Feuerball casten, kriegt das Ziel Großbrand, kriegt nochmal zusätzlichen Feuerschaden und bei Gegnern, die von Großbrand oder Entzünden betroffen sind, besteht eine Chance von 10%, dass sie halt auflodern und dann weiteren Gegnern in der Nähe nochmal zusätzlichen Feuerschaden zufügen. Das spreadet das Ganze, den Schaden nochmal ein wenig. Finde ich ganz praktisch. Meteor, sehr, sehr starker Zauber. Das ist einer der stärksten Zauber, würde ich fast behaupten. Der Meteor fällt runter, nach 3 Sekunden sagt das Klatsch und darunter gibt es eine Menge Feuerschaden. Der Meteor verbrennt zusätzlich noch den Boden und dadurch kriegen die Gegner im Verlauf von fast 9 Sekunden, also 8,5 Sekunden, nochmal Feuerschaden. Der Clou aber beim Meteor ist, wenn da nur ein Gegner ist, kriegt er den vollen Schaden ab. Wenn 8 Gegner wenn ein paar Gegner darunter sind, innerhalb von 8 Metern, wird der Schaden gleichmäßig verteilt. Deswegen ist der Meteor, kann man den auch im Single-Target mit benutzen, der macht dann auch sehr, sehr viel Schaden. Und wenn viele da sind, dann teilt sich der Schaden halt auf. Ja, welche Essenzen verwende ich beim Feuermagier? Das mache ich für Dungeons und für Raids gleich. Ich verwende im Hauptslot die Erinnerung an den Klartraum, in den Nebenslots Atem der Sterbenden, Essenz der Fokussierungsiris sowie Konflikt und Zwietracht. Solltet ihr Konflikt und Zwietracht jetzt nicht haben, könnt ihr auch die Essenz des Schmelztiegels benutzen. Dann habt ihr nämlich nochmal zusätzlich ein bisschen Flächenschaden oder Schaden, der an Gegnern verursacht wird im Nebenslot. Das ist an der Stelle auch ganz angenehm.
Aber nach Möglichkeit schaut, dass ihr euch die Konflikt- und Zwietracht-Essenz eventuell sogar noch holt. Wer weiß, wie lange das dauert, bis Shadowlands tatsächlich rauskommt. Nehmt es so auf jeden Fall mit. Bei den Azerith-Sachen, die wir haben, also wir haben ja auf den Schultern, am Kopf und die Brust hat ja Azerith-Slots und da können wir eben halt mehrere Sachen reinpacken. Solltet ihr den meisterlichen Feuerschlag bekommen, auf jeden Fall das mitnehmen, das hat definitiv Priorität. Und ansonsten sind da noch verwendbar Lauffeuer, flammende Gedanken. Das ist ganz praktisch, wenn wir flammende Gedanken bekommen. Also wenn Kampfeshitze aufgezehrt wird, dann kriegen wir 12 Sekunden lang mehr Intelligenz. Ist ein bisschen stapelbar, mehr Intelligenz, mehr Schaden. Sowas ganz praktisch. Pyroschlag bei Lauffeuer verursacht zusätzlichen Schaden. Wenn man ein Äschern aktiviert, erhält man so ganz viel kritischen Trefferwert. Das ist auch ganz nett nebenbei. Das Aufziehherz, wenn wir Global Cooldowns benutzen, nein, nicht Global Cooldowns, wenn wir Cooldowns benutzen, also wir haben Sachen, die uns stärker machen, dann die wir alle 1, 2 Minuten nur verwenden können, dann hat das Aufziehherz seine Bewandtnis hier und seine Berechtigung definitiv, weil das macht nochmal gerade für diese großen Cooldowns richtig viel, holt das da noch ein bisschen was raus. Support Traits, instabile Flammen, Herz der Dunkelheit und überwältigende Kraft. Herz der Dunkelheit speziell genannt hier, weil wir keine Corruption-Vorbedingungen mehr haben. Je mehr wir davon mitnehmen, umso höher bringen wir unsere Sekundärstats. Die gibt es dann quasi, ja, das macht uns stärker im Großen und Ganzen. Es werden alle Stats erhöht, also Tempo, Crit, Vielseitigkeit, Meisterschaft. Deswegen ist das halt auch so mächtig momentan im Pre-Patch noch. Und wenn ihr davon ein, zwei mitnehmen könnt, definitiv mit einpacken. Instabile Flammen, überwältigende Kraft, erhöht halt auch noch weitere Sekundärstats. Ihr könnt aber auch Heed My Call benutzen, also hört meinen Ruf. Oder Dinge, die eben halt direkten Schaden noch mit verursachen. Einfach, das macht das ein bisschen von eurer Spielweise ein wenig abhängig. Aber wenn man mehr Schaden mitnehmen kann, warum sollte man das nämlich nicht tun? Die Stat-Priority ist ein bisschen komplizierter beim Feuermagier, die wandelt sich nämlich, ob wir Single-Target oder Flächentarget-Schaden machen. Allerdings, das Gute ist, wenn wir erstmal Item-Level gesammelt haben, dann kriegen wir mehr Intelligenz. Das ist sowieso das Allerwichtigste, denn ein Punkt Intelligenz ist egal, ob wir einen kriegen oder ob wir 150 kriegen, die sind immer gleich viel wert. Und als erstes Sekundärstart immer Tempo priorisieren, denn Tempo ist da das Wichtigste. Wenn wir jetzt aber auf Single-Target-Schaden gehen, dann sollten wir danach gucken, dass wir Vielseitigkeit, Crit und dann Meisterschaft hochbekommen. Wenn wir aber mehr Flächenschaden spielen wollen, dann gehen wir nach dem Tempo auf die Meisterschaft, auf die Vielseitigkeit und auf den kritischen Trefferwert zum Schluss an der Stelle. Tempo definitiv mit hochbringen und den Rest, das ist dann immer davon abhängig, ob ihr Single-Target oder Flächenschaden machen wollt. Beim Buffhut und bei den Verzauberungen achtet darauf, dass ihr schnelle Navigation auf eure Waffe raufpackt und auf die Ringe Bündnis des Tempos sowie in die Edelstein-Slots kommt der spiegelnde Sandspiegel. Damit erhöht ihr euren Tempowert und da das ja egal, ob ihr Single-Target oder AOE-Damage machen wollt, ihr braucht auf jeden Fall Tempo. Daher auch immer eine Backportoffel futtern und ein Fläschchen reinschütten mit Intelligenz, also das Fläschchen, große Fläschchen in der unendlichen Tiefe. Ihr könnt natürlich auch das Kleine verwenden, wenn ihr jetzt nicht so viel Gold habt oder ihr keinen Alchemisten, dann holt euch aber mindestens mal das Kleine. Das ist eigentlich recht günstig, das benutzen viele Spieler zum Berufeleveln und dadurch wird das ins Aha reingeschmissen, da kann man sich mal ein Stack rausgraben, holen für wenig Gold und dann seid ihr immer gut unterwegs. Ich würde das immer mitnehmen, weil ihr kriegt sonst einfach zu viel Schadensverlust, den ihr da leidet, wenn ihr nicht gebufft seid und wir wollen ja mehr Damage, ist immer gut, gerade als Feuermagier. Wie gesagt, Verzauberungen auch immer drauf haben, denn auch die machen uns natürlich viel stärker. Ohne Verzauberungen macht sich das deutlich bemerkbar, dass wir halt weniger Damage fahren. Und ich würde niemals ohne. Nehmt es mit, packt es mit ein, verzaubert euer Gear, super Sache. Die Rotation beim Feuermagier ist relativ simpel, muss ich sagen. Es ist natürlich immer ein bisschen davon auch abhängig, wie ihr geskillt habt. Aber das ist eine sehr, sehr simple Basisrotation, die man eigentlich ganz gut spielen kann, auch um den Firemage ein bisschen zu lernen. Und zwar als erstes immer Meteor, egal ob Single oder AOE, denn der Meteor trifft entweder nur dieses eine Ziel voll oder 8 Ziele und trifft die dann eben halt, das teilt sich auf. Wenn ihr Feuerball castet, kriegt ihr einen Kampfeshitze-Proc, den ersten. Dann benutzt ihr den Feuerschlag, weil der ist auch garantiert kritisch. Ihr müsst einen kritischen Treffer mit Feuerball machen. Dann kriegt ihr den zweiten. Dadurch wird unser Pyroschlag instant.
Und wenn wir mehr als ein Ziel haben oder vier Ziele, 4, 3, 2, 1, Pyroschlag und in die Fresse kriegst du eins. Bei 15 nehmt ihr den Flammenstoß, der ist auch instant dann und dann könnt ihr dann eine Fläche unten hin platzieren. Die Gegner kriegen viel Schaden, kriegen Schaden über Zeit, das ist ganz super. Phönixflammen durch die Meisterschaft entzünden auch immer mit verwenden, damit ihr das ein bisschen in die Fläche reinbringt und benutzt auf jeden Fall Einäschern als Cooldown, die großen Cooldowns. Benutzt die Cooldowns, packt eure Rune der Kraft auf den Boden, benutzt Einäschern, denn das macht halt einfach richtig derbe Schaden. Ja? Das wäre, ihr verschenkt Damage, wenn ihr das nicht tut. Und ansonsten immer wieder neu von vorne bis hinten durchcasten, denn das dreht sich ein bisschen um diesen Pyroschlag und um den Flammenstoß als Firemage. Deswegen ist es ganz wichtig, dass ihr den mit Feuerball ein bisschen antriggert. Den ersten Proc Kampfeshitze, dann Feuerschlag, dann kriegt man einen zweiten Proc und dann geht es halt auf den Pyroschlag, Flammenstoß und danach Phönixflammen, Cooldowns verwenden. Dann sind wir gut unterwegs. Das Fazit zum Feuermagier: sehr, sehr coole Spielweise. Schwierig zu spielen trotz der simplen Rotation. Weil, wenn man sich einmal verhaspelt mit dem Pyroschlag, castet den nicht, der muss instant gemacht werden. Da kann man sehr, sehr viel Damage mit verlieren. Sehe ich schon gelegentlich mal in niedrigen Dungeons, dass das gemacht wird, dass der Pyroschlag die ganze Zeit gecastet wird. Das ist nicht gut. Muss man ein bisschen sich reinfuchsen, aber wenn man das dann erstmal gemacht hat, macht auch diese Spezialisierung sehr, sehr viel Spaß. Und ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn es dir gefallen hat, einfach mal einen Daumen nach oben da lassen, Kommentar nach unten, wenn ich irgendwas besser machen kann oder wenn dir irgendwas besonders gut gefallen hat, freut mich natürlich sehr. Und wenn du mir noch Fragen stellen möchtest, kannst du das A in den Kommentaren machen oder B, du kommst zu uns auf Twitch. Dienstag, Donnerstag und Samstags bin ich immer ab 20 Uhr online, kannst du gerne deine Fragen stellen. Wir freuen uns auf dich. Gemütliche, gechillte Community, ein bisschen Metal-Musik im Hintergrund und Kaffee dabei. Vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Möchtest du kein Video mehr verpassen, einfach einen Subscribe-Button hitten, die Glocke aktivieren, dann kriegst du eine Benachrichtigung, wann ich ein neues Klassenguide-Video hochgeladen habe oder World of Warcraft-Video. Schaust du einfach mal rein. Vielen, vielen Dank dafür. Visarius meldet sich ab.